Bestimmt kennt ihr diese tierischen Comicbilder. Ein fröhliches Schwein beißt herzhaft in eine Wurst aus seinesgleichen. Das Tier als Nahrungsmittel ist nur einer von vielen Aspekten beim ethischen Umgang mit Tieren. Eine 170-seitige Broschüre widmet sich diesem Thema. Ein Team um Umweltreferentin Katrin Nato aus dem Lothar-Kreisig-Ökumene-Zentrum hat das Materialheft zusammengestellt. Es geht darum, zum ethischen Urteilen zu befähigen. Also wir wollen, dass man mit der Auseinandersetzung mit den Themen lernt, sich ein eigenes Urteil zu bilden und den Umgang mit den Tieren zu hinterfragen und vielleicht neu zu sortieren. Praktische Tierethik am Beispiel von Haustieren, Wildtieren und Nutztieren. Die biblisch-theologische Perspektive spielt auch eine Rolle. Auch in der Bibel kommen viele Tiere vor und das Verhältnis Mensch-Tier ist keineswegs ungetrübt. Sagt das nicht auch etwas über unsere Beziehung zu uns selbst aus oder über unseren Umgang auch mit anderen? Niemand soll Vegetarier werden. Er will das Team um Katrin Nato Anstöße geben zum Nachdenken über den Umgang mit der Schöpfung, wie es in der Kirche heißt. Dass wir zwar als vernunftbegabte Wesen meinen, wir wissen immer alles besser, aber doch eben in die Gesamtschöpfung irgendwie eingebettet sind und da vielleicht auch manchmal ein bisschen Zurückhaltung und Demut üben sollten gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Das Heft Mitgeschöpft Tier mit Methoden auch für den Unterricht kann kostenlos auf der Website vom Lothar-Kreisig-Ökumene-Zentrum heruntergeladen werden. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.